Guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr genießt den Sommer, genauso wie ich es auch mache. Ich habe heute Morgen meine Runde mit dem Hund gedreht und danach die Zeitung aufgeschlagen und eine Meldung gelesen, die mich veranlasst, hier diesen Kommentar direkt mal abzugeben. In der Meldung ging es um verunreinigte Medikamente, Bluthochdruckmittel, die ein krebserregendes eine krebserregende Substanz enthalten haben. Und da sind nun Hunderttausende von Patienten gefährdet, die teilweise möglicherweise seit mehr als 6 Jahren eben Bluthochdruckmedikamente von ihrem Arzt verschrieben, von ihrer Krankenkasse bezahlt bekommen haben, die diese krebserregende Substanz enthalten haben. Und das ist natürlich skandalös, aber skandalös finde ich an diesem ganzen Vorgang etwas ganz anderes. Und das möchte ich hier mal kommentieren. Wir haben also den Fall, dass ein Mittel, was legal im Umlauf ist, durch Verunreinigungen beeinträchtigt worden ist. Und diese Verunreinigungen haben schwere Gesundheitsgefährdungen zur Folge. Niemand hört momentan den Ruf, dass Blutdrucksenker verboten werden sollten. Ja, diese Forderung wäre auch sehr weitgehend und ich erhebe diese Forderung auch nicht. Aber ich weise darauf hin, dass es vor einigen Jahren einen Fall gab, in dem ein Vitalstoff, also ein natürliches Molekül, ein natürliches Mittel, Tryptophan in dem Fall, verunreinigt worden ist, ebenfalls durch Zulieferer aus Asien, so wie in diesem Fall auch. Und man hat ruckzuck diesen Zusatzstoff, dieses ganze Mittel verboten. Das heißt, seit es diesen Fall der Verunreinigungen gab, gibt es diesen Stoff nicht mehr zu kaufen als Vitalstoff. Und hieran zeigt sich die doppelte Elle, das zweierlei Maß, das angelegt wird, sowohl einmal bei pharmazeutischen Arzneimitteln als auch dann bei natürlichen Vitalstoffen. Es wird sehr schnell unter dem Mantel des Verbraucherschutzes dafür plädiert und danach gerufen, dass Vitalstoffe doch stärker reguliert werden müssten. Es würden große Gefahren potenziell davon ausgehen. Und hier haben wir nun einen Fall, wo Gleiches, möglicherweise sogar Schwerwiegenderes, 6 Jahre lang sind verunreinigte Arzneimittel überhaupt nicht entdeckt worden, aufgetaucht ist. Und dieser Ruf, jetzt entsprechend Konsequenzen zu ziehen für den Verbraucherschutz, den hören wir nicht. So, dieser Ruf ist auch unsinnig. Tatsächlich ist es nicht sinnvoll, etwas zu verbieten, nur weil an einer Stelle jemand seiner Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen ist. Das heißt, der Grundansatz ist nach wie vor gültig und das muss man trennen. Bei den Vitalstoffen wird das aber eben regelmäßig nicht gemacht. Da wird jeder Vorwand genutzt, um den Verbraucherschutz hochzuziehen, damit man die Verfügbarkeit von solchen natürlichen Substanzen einschränkt. Bei pharmazeutischen Medikamenten ist dann auf einmal das Problem jedenfalls nicht so gravierend, als dass man eine selbe gleiche Forderung erheben müsste. Zum Bluthochdruck ist übrigens ja ohnehin eine ganze Menge zu sagen. Das heißt, diese Erkrankung, dieses Symptom, dieses unspezifische Symptom, Bluthochdruck, ist in den seltensten Fällen klar zu verorten, woher er kommt, sondern es wird einfach dann behandelt, indem man einen Blutdrucksenker vermittelt. Diese Blutdrucksenker haben in den meisten Fällen kaum andere Wirkung, als dass sie die Pumpleistung des Herzens schwächen und damit den Blutdruck dann eben künstlich senken, was natürlich zur Folge haben kann, dass Organe schlechter durchblutet werden. Man erlebt es unter Umständen auch daran, dass manchmal jemand, der solche Mittel bekommt, häufiger im Sitzen einschläft, ja, weil die Durchblutung natürlich schwächer ist. Die Ursachen für Bluthochdruck sind aber gar nicht so unklar und auch nicht so unverständlich, wenn man sich das mal anschaut, was beispielsweise durch falsche Fette, falsche Öle entsteht. Wir haben seit 30, 40 Jahren
einen hohen Werbedruck für Pflanzenöle. Das ist Rapsöl, das ist Maiskeimöl, das ist alles Mögliche, Sonnenblumenkern natürlich. Und diese Öle gelten als gesund. Sie gelten deswegen als gesund, weil sie eine Art von Fettsäuren enthalten, die gesund gelten, da sättigte Fettsäuren, wie sie in tierischen Fetten zum Beispiel, in Milchprodukten vorkommen, die gelten als gefährlich, auch für Bluthochdruck. Und daraus ist diese ganze Leithysterie entstanden, Fettvermeidung, fettentrahmte Milch und dergleichen. Und im gleichen Zuge sind dann, Anführungszeichen, gesunde Fette, die eben überhaupt nicht gesund sind, wie eben diese Pflanzenöle, massiv gepusht worden. Diese Pflanzenöle beinhalten vorwiegend Omega-6-Fettsäuren. Und Omega-6-Fettsäuren sind essentiell, das heißt, unser Körper braucht sie. Das ist nicht per se schlecht, nur er braucht sie in sehr, sehr geringen Mengen. Omega-6-Fettsäuren haben eine Funktion unter anderem im Hirnstoffwechsel. Sie haben aber daneben eine Eigenschaft, dass sie entzündungsfördernde Prozesse in unserem Körper auslösen. Entzündungen sind ebenfalls richtig und wichtig. Im akuten Fall müssen wir und haben durch die Fähigkeit, Entzündungen zu bilden, einen großen Vorteil, zum Beispiel Verletzungen oder irgendwelche Wunden durch lokale Entzündungen gut zu überstehen. Das heißt, dann wird an der Stelle eine Entzündung gebildet. Dadurch ist das Immunsystem hochaktiv und der Körper wird geschützt. Der Keim oder was auch immer an der Stelle gerade vorliegt, wird über diese lokale Entzündung bekämpft. Problematisch wird es, wenn Entzündungen chronisch werden. Das heißt, wenn sie permanent andauern und der Körper gar nicht mehr zur Erholung kommt. So, und Omega-6-Fettsäuren, die triggern einen solchen entzündungsfördernden Impuls. Das heißt, sie sorgen dafür, dass Prostaglandin des Typs 2 gebildet wird. Es gibt drei Typen Prostaglandin, 1, 2 und 3. Und Typ 1 und 3 sind antientzündlich. Und der wird durch Omega-3-Fettsäuren getriggert. Typ 2 ist entzündlich und der wird durch Omega-6-Fettsäuren getriggert. Und nun haben wir eben seit 40 Jahren eine massive Überversorgung mit Omega-6-Fettsäuren. Selbst das Fleisch aus konventioneller Tierhaltung, also sprich Massentierhaltung, diese Tiere werden mit Getreide gefüttert. Getreide hat ebenfalls Omega-6-Fettsäuren, sodass wir auch auf dem Wege eine hohe Last an Omega-6-Fettsäuren neben vielen anderen unangenehmen Folgen, aber eben auch Omega-6-Fettsäuren aufnehmen und die dann eben zu einer chronischen Entzündung führen. Und zwar auch, und jetzt kommen wir zum Bluthochdruck zurück, auch in den Endothelzellen, in den Blutgefäßen. Dort entstehen Mikroentzündungen und an diesen Mikroentzündungen setzen sich danach dann anschließend die Plaques ab. Aber ursächlich ist eben, und das weiß man inzwischen, ursächlich ist die Entzündung in den Blutgefäßen und Omega-6-Fettsäuren sind eben in einem hohen Maße entzündungsfördernd, sodass jeder, der ein Blutdruckproblem hat, auf alle Fälle mal als allererstes diese ganze Omega-6-Geschichte aus seinem Kühlschrank und aus seiner Speisekammer verbannen sollte. Margarine, Pflanzenöle, alles erstmal rausschmeißen und damit eben die entzündungsfördernden Prozesse, die im Übrigen auch, also Prostaglandin 2, triggert auch den Schmerzimpuls. Ja? Das heißt, auch das Schmerzempfinden, Gelenkprobleme, Schmerzen, wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit bessern, wenn Menschen auf Omega-6-Fettsäuren verzichten. Wie gesagt, es ist essentiell, wir brauchen es, aber dass wir an Omega-6-Fettsäuren Mangel leiden, ist in unserer Umwelt überhaupt nicht zu befürchten. Das heißt, selbst wenn ihr alle Fette jetzt austauscht und meinetwegen mit Olivenöl oder mit Kokosfett kocht, dann werdet ihr keinen Mangel an Omega-6-Fettsäuren erlangen. Ihr werdet aber das Verhältnis zu Omega-3 zu Omega-6 optimieren und damit eben diesen entzündungsfördernden Impuls
auch dämpfen und bessern. Und das ist auch und gerade für Blutdruckpatienten wesentlich wichtiger als irgendwelche Statine oder andere Geschichten. Das heißt, das sind akute Mittel, die können im akuten Fall auch notwendig und wichtig sein, aber sie sollten so schnell wie möglich dann auf dem natürlichen Wege ersetzt werden, indem man die Ursachen für Bluthochdruck, und da ist eben die Entzündung in den Blutgefäßen eine der ganz, ganz, ganz offenkundigen Ursachen, über die sich auch die Forschung inzwischen einig ist. Was sich noch nicht durchgesetzt hat, ist tatsächlich die Konsequenz, dann eben auch dieses Mantra, gesunde Fette, gesunde Pflanzenöle, die eben überhaupt nicht gesund sind, sondern im Gegenteil, in dieser Hinsicht sind sie ungesund, weil sie Entzündungen fördert und damit gerade auch für den Blutdruck eine sehr, sehr, sehr gefährliche Wirkung haben. So, und das, finde ich, ist der eigentliche Skandal bei diesem Thema Blutdruckmittel. Mit diesem dann doch etwas nachdenklichen Impuls entlasse ich euch in ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch weiterhin beste Gesundheit und passt auf euch auf. Bis bald. Ciao.